Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Digitaltechnik-Serie. Heute geht es noch einmal um den synchronen Modulo 6 Vorwärts-Rückwärtszähler mit JK Master Slave Flipflops. Und zwar geht es darum, die Funktionsgleichungen zu erstellen. In der letzten Folge sind wir schon mal damit angefangen und haben für J2 und K2 die Funktionsgleichungen erstellt. Und deine Aufgabe zu heute war es, das auch für J1, K1, J0 und K0 zu tun. Okay, gucken wir uns mal an, wie sowas gemacht werden kann. Zunächst einmal muss man identifizieren, wo stehen eigentlich Einsen in unserem KV-Diagramm. Das ist hier oben und da der Fall. Und dann versucht man, möglichst große Inseln zu bilden. Das heißt, man kann die X entsprechend als 1 oder 0 interpretieren, und zwar so, dass sich eben eine große Insel ergibt. Das heißt, ich kann dieses Nachbarfeld noch mit zur 1 hinübernehmen und das als 1 interpretieren. Ich markiere das einmal und hier die zweite 1 auf dem Feld genauso. So dass ich hier zwei Bedingungen habe. J1 ist dann erfüllt, wenn entweder eins dieser beiden Felder hier oben erfüllt ist oder wenn eins dieser beiden Felder erfüllt ist. Okay, wie sieht die Funktionsgleichung dafür aus? Also J1 muss entweder V nicht sein oder Q nicht. V nicht und Q nicht und Q2. Das wäre dieses Feld. Oder dieses Feld ist V und Q0 und Q2 nicht. Bei Q1 ist es egal, deswegen haben wir das X mit reingenommen. Bei Q1 ist es gleichgültig, ob Q1 gleich 1 ist oder Q1 gleich 0 ist. Das heißt, die Gleichung für J1 sieht folgendermaßen aus. Ich hole sie hier mal hoch. Die Gleichung für J1 ist V nicht und Q0 nicht und Q2, das ist das Feld hier oben, oder V und Q0 und Q2 nicht, das ist das Feld hier unten. Analog machen wir das auch für K1. Bei K1 habe ich hier eine 1 und da eine 1. Diese 1 kann ich zusammenfassen mit diesen Xen, die hier rumstehen. Das heißt, da nehme ich im Prinzip dieses Viererfeld, markiere das entsprechend. Und diese 1 kann ich zusammenfassen mit diesem X, aber auch mit diesen Xen beiden, mit den beiden Xen, die hier oben stehen. Das heißt, ich nehme das Feld und diese beiden dazu. Und wie sieht die Gleichung dafür aus? Ich habe größere Felder, das heißt, ich habe auch weniger Variablen, die ich zu berücksichtigen habe. Fangen wir mit diesem Feld einmal an. Hier ist V und Q0. Bei Q2 ist es egal, weil einmal hier wäre Q2 gleich 1, da wäre Q2 gleich 0, also das hier wäre, ist es egal, ob Q2 gleich 1 oder 0 ist, und entsprechend gilt auch für Q1. Hier ist es auch gleichgültig. Das heißt, dieses Feld hier wird nur bestimmt durch V und Q0. Und hier in diesen beiden, in diesem Feld, in dem blauen Feld, da muss gelten V nicht und Q0 nicht. Ich hole das Ergebnis auch mal rüber. Das heißt, ich habe einmal V und Q0, das ist dieses Feld, oder Q0 nicht und V nicht. Das sind diese blauen Felder. Okay, dann fehlt noch J0 und K0. Fangen wir mal an mit J0. Da haben wir Einsen, 1, 2 hier oben und 4 Einsen da unten. Ansonsten ist alles X, und hier habe ich den glücklichen Umstand, dass ich die X auch alle als 1 interpretieren kann. Das heißt, ich habe ein großes Feld, und da gilt einfach die Gleichung J0. J0 ist gleich 1. Das heißt, bei ich kann J0 einfach gleich einsetzen, nachher, wenn ich die Gleichung aufbaue. Weil es ist egal, ob V oder V nicht der Fall ist, ob Q2 oder Q2 nicht, ob Q1 oder Q1 nicht.
J0 kann immer gleich 1 gesetzt werden. Entsprechend sieht es auch mit K aus. Hier habe ich auch ein paar verteilte Einsen, ansonsten alles Xe. Das heißt, ich kann auch hier ein großes Feld definieren. Ich nehme eine andere Farbe. Und auch hier gilt K0. K0 ist gleich 1. Okay, damit hätte ich schon die Funktionsgleichung entsprechend aufgeschrieben. Ich habe hier für meine drei Flipflops entsprechend die Eingänge definiert und kann dann im nächsten Schritt die Schaltung aufbauen. Und ja, die Schaltung werden wir dann in der nächsten Folge aufbauen. Ich denke, du vergleichst nochmal deine Ergebnisse mit diesen Ergebnissen und kannst dann, wenn du möchtest, auch schon mal beginnen, diese Logiflash-Schaltung aufzubauen und dann zu testen, ob die Schaltung auch tatsächlich von 0 bis 5 rechnet bzw. zählt oder eben umgekehrt von 5 bis 0.